Willkommen in der Be Awesome Show, deine Show für dein Leben, dass du glücklicher und gesünder gestalten kannst, als du es dir gerade noch vorstellst. Wir alle kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Leben. Wir alle haben schlechte Gewohnheiten, kritisieren uns selber und stehen uns manchmal selbst im Wege. Aber es ist völlig egal, wo du stehst. Es ist völlig egal, wie herausfordernd dein Leben gerade ist. Es geht immer nur darum, in welche Richtung du dich bewegst. Und diese Show wird dich unterstützen, ein bisschen gesünder zu sein, ein bisschen glücklicher zu sein. It's your time to be awesome today. Hallo und so schön, dass du hier bist in dieser neuen Folge der Be Awesome Show. Heute freue ich mich, dir einen ganz besonderen Interviewgast, eine Interviewgästin vorzustellen, die liebe Ruth Marquardt, eine ganz besondere Frau, die mir selber an einer besonderen Stelle meines Lebens begegnet ist. Wir durften schon zusammenarbeiten, durften zusammen Großartiges kreieren und Ruth ist für mich eine der weisesten Frauen, die ich kenne, weil sie einfach schon so unglaublich viele Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt hat und als Coach und mittlerweile Beziehungsexpertin, bekannt aus dem Fernsehen, in vielen Shows schon gesehen, du kennst sie höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich auch schon aus meinem eigenen Podcast, aus der Zeit, die wir gemeinsam bei Into Mind hatten. Und jetzt bin ich unendlich dankbar, sie heute hier wieder zu begrüßen und mit dir über Ruths wundervolle Geschichte zu sprechen. Hallo liebe Ruth, schön, dass du hier bist. Hi liebe Mareike, ich bin so happy. Ich wusste, irgendwann begegnen wir uns wieder. Ja, ich freue mich auch. Und ich muss auch sagen, Ruth ist nicht nur ein strahlend schöner Mensch äußerlich, sondern auch innerlich. Wenn man neben ihr sitzt, man spürt richtig ihre ruhige Aura, ihre bewusste Ausstrahlung. Sie ist ein Mensch, die wirklich ganz oft in diesem State of Awe ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn jemand den Raum betritt und das Licht geht an. So ist immer mein Gefühl, wenn Ruth reinkommt. Und das war auch schon in der Zeit, wo wir uns auch im Büro gesehen haben. Immer wenn du reinkamst, war so eine Präsenz da. Also man spürt, dass du dich viel mit Bewusstsein auseinandersetzt, dass du viel meditierst, dass du ein sehr achtsamer Mensch bist und auf einem anderen Bewusstseinslevel unterwegs bist als die meisten Menschen. Und ich bin total gespannt, wenn du uns gleich berichtest, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Aber vielleicht magst du dich nochmal mit eigenen Worten auch vorstellen, intuitiv, wie du dich vorstellen würdest. Oh, wie würde ich mich vorstellen? Ich würde sagen, ich bin Ruth. Ich würde auch eher meinen Vornamen wählen. Und ich bin leidenschaftliche Mama und ich glaube, in meinem Leben ist meine Tochter auch das größte Geschenk und ich bin so froh, dass mir Persönlichkeitsentwicklung begegnet ist irgendwann in meinem Leben, weil ich nie Kinder haben wollte, bis ich den besonderen Mann getroffen habe, mit dem mir dann klar war, mit dem ein Kind, wir steigen schon direkt ein. Und meine Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, hat mir dabei geholfen, ein wirklich gutes Verhältnis zu meinem Kind aufzubauen, obwohl ich von ihrem Vater getrennt bin oder wir als Eltern uns schon vor vielen Jahren getrennt haben. Unsere Tochter ist 19 heute. Und das ist so das Wichtigste. Wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege, dann, das war immer mein größter Wunsch, möchte ich nichts bereuen und auf alles mit Freude und Dankbarkeit gucken können. Da bin ich nicht so weit entfernt. Aber es heißt nicht, dass ich nicht immer noch weitergehe. Und das ist heute eine ganz besondere Freude, dass wir uns treffen. Also vielen Dank. Sehr, sehr schön. Und ich finde auch immer, irgendwie immer, wenn ich so daran denke, in welchen Phasen unseres Lebens wir uns gesehen haben, sowohl beruflich als auch privat, sind wir jedes Mal wie so zwei unterschiedliche Menschen gewesen, zumindest was das Äußere angeht, mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Als wir uns kennengelernt haben, warst du gerade frisch mitten in der Trennung und bist ausgezogen und hattest deinen Umzug vor der Tür. Und ich möchte aber trotzdem, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, erstmal anfangen, wenn du magst, in deiner Kindheit. Wenn du das so offen teilen magst. Wir haben gerade schon vorher so ein kleines Briefing gemacht und Ruth hat gesagt, ich darf alles fragen, sie wird alles teilen, sie wird alles erzählen. Ja. Du hattest eine nicht so einfache Kindheit oder viele Herausforderungen als kleines Mädchen. Ja, ich versuche das mal ganz kurz zu halten. Schließlich bin ich schon 56 und habe viel erlebt. Aber meine Kindheit, die war tatsächlich geprägt dadurch, dass meine Mutter als Kriegsgeneration Epileptikerin war. Das heißt, ich weiß schon gar nicht, wie oft ich als Baby von ihrem Arm oder mit ihr gefallen bin. Thema Urvertrauen. Meine Mutter war eine sehr harte Frau, bedingt durch den Krieg. Das heißt, es gab viel Schläge, viel Ablehnung, keinen Körperkontakt. Kann ich mich nicht daran erinnern, erst in späten Jahren, als ich knapp 30 war, gab es das vielleicht mal. Und damit meine Mutter so Sicherheit im Leben gefunden hat, das habe ich erst später verstanden, hat sie irgendwann per Heiratsanzeige, also was heute Tinder wäre, Mann mit Haus gesucht für Sicherheit. Und dieser Mann mit Haus war derjenige,
Triggerwarnung hätte ich vielleicht noch eher sagen sollen, sage ich jetzt, der mich sexuell missbraucht hat über viele Jahre. Das heißt, ich habe meinen sexuellen Übergriff erlebt, da war ich 6 Jahre alt, den ersten, an den ich mich erinnere, aber es war die Zeit, wo wir gerade frisch dorthin gezogen sind. Und auch wenn ich das jetzt ein bisschen cool erzähle, war es wirklich nicht cool. Und aufgehört hat das Ganze mit 14, weil da musste ich mich wehren. Ich musste da im Leben, merkte ich, mich wehren gegen ihn, ihn irgendwie loswerden, weil ich meine erste Periode bekommen habe. Und auch wenn ich noch nicht so viel wusste aus dem Leben, wusste ich, wenn du jetzt schwanger wirst, dann wird diese ganze Schande, diese Familienschande, dieses Übergriffige, das, was ich immer versucht habe zu verstecken und zu verbergen hinter einer clownigen Fassade von viel Lachen, Witze reißen und so in der Schule, das wird dann offensichtlich für alle. Und ich habe damals gedacht, das überlebe ich nicht, wenn die Menschen draußen, jetzt berührt es mich doch ganz schön, wenn die sehen, welche Schande, in welcher Familie ich lebe. Und aus Spaß habe ich dann, also ich war in der Schule immer die hinten links saß oder hinten rechts, aber auf jeden Fall hinten, unsichtbar, hat nichts gesagt, war super schüchtern und konnte mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwann richtig gut draus rauswachsen kann. Schließlich war es ja auch normal, Gewalt war normal, nicht mit Freunden spielen dürfen war normal, von meinem Stiefvater sexuell missbraucht zu werden bedeutete, ich musste mich vor dem verstecken, damit er nicht mit mir in den Heizungskeller ging, wo das, obwohl meine Mutter im Haus war und quasi vor ihren Augen, aber doch unsichtbar für sie passierte. Und da muss man sich alles vorstellen, was man an sexuellen Dingen sich vorstellen kann mit Erwachsenen, aber ich war eben ein Kind. Und alles, was ich getan habe, war, mich totzustellen innerlich. Ich erinnere mich an Bilder, wo ich von oben auf mich drauf geschaut habe. Und ja, also Betroffene wissen das, wie ausgestiegen bin aus meinem Körper und habe versucht, dann so im Laufe des Erwachsenwerdens das zu verstecken, zu vergraben, wegzutun, nicht zu fühlen. Aber das ging spätestens dann nicht mehr, als ich meinen ersten Freund hatte, wo ich ausgeflippt bin, wo ich geheult, geschrien habe, weil ich alte Bilder kriegte und gar nicht wusste, null wusste von Psychologie, von Hilfsmöglichkeiten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, er auch nicht, völlig verzweifelt. Und das erste Mal darüber gesprochen habe ich dann mit ihm, da war ich 15, 16, aber auch nicht richtig. Ich konnte das nicht in Worte fassen. Das ist so, was Betroffene eben auch sagen, die können es nicht in Worte fassen. Und dann habe ich so über Bücher, über einen Arzt, der mich zu einem durchaus falschen Therapeuten geleitet hat, ganz viel Trial and Error gehabt, bis ich Ende 20 war und dann auf meine Elke, über die haben wir schon mal gesprochen, auf meine Elke, eine tolle Familientherapeutin, getroffen bin, die für mich eine Art von Liebe hatte und von Verständnis, die mir so nicht untergekommen sind, weil ich auch immer ein Stück weit dachte, an mir ist was kaputt oder falsch oder es soll keiner sehen, ich bin nicht perfekt, an mir ist irgendetwas nicht in Ordnung. Das war ein ganz fester Glaube, also das, wo Urvertrauen hingehört hätte, war eigentlich ein Urmisstrauen in mir. Und über diese Elke mit Ende 20 bin ich dann erstmals, während ich so im Außen performt habe, Ausbildung, Studium, noch ein Studium, gejobbt, gearbeitet in großen Anwaltskanzleien als Sekretärin oder ja, so nannte man das damals noch, nach außen okay und immer ein bisschen zu witzig, vielleicht auch gar nicht witzig, aber witzig sein wollend so. Dann kam ich irgendwann dahin, dass die mir Fragen zu mir stellte. Ich hatte meine erste Gewaltbeziehung hinter mir. Der Mann ist mit einem großen Messer auf mich losgegangen. Deswegen dann auch später mein Buch über toxische Beziehungen. Und habe einfach ganz viel Mist angezogen in meinem Leben durch diese Vorerfahrung, so verstehe ich das heute. Und bin darüber in Richtung Persönlichkeitsentwicklung für mich selber, aber eben auch Ausbildung zur systemischen Beraterin. Also ich habe eine Grundausbildung systemische Therapie und Beratung, habe festgestellt, es braucht noch mehr. Ich habe Seminare mitgemacht, von Tantra bis, ich weiß nicht, alles ausprobiert, was mich irgendwie in den Körper brachte und mir in irgendeiner Form signalisierte, du kannst das heilen. Und das habe ich mir dann so zur Botschaft gemacht, die ich auch nach draußen geben möchte, egal was dir für Scheiß passiert ist, du kannst das heilen mit guten Menschen an deiner Seite, mit Know-how, mit Zuversicht, mit einem spirituellen Standbein oder religiös oder was immer gerade hilfreich ist. Auf jeden Fall mit guten Freunden. Wahnsinn. Das ist so. Danke für deine Offenheit. Wahnsinn, hat mich sehr berührt.
Und auch total krass, wie du berichtest, dass du dich selber von oben gesehen hast, da kriegst du schon wieder Gänsehaut, da hat dein Unbewusstes wie automatisch so einen spirituellen Prozess eigentlich eingeleitet und gesagt, Moment, Ruth, egal was du gerade fühlst, du bist nicht dieser Körper, du bist nicht diese Gefühle, guck mal von außen drauf, es gibt was Größeres. Ja, so habe ich das noch gar nicht in Worte gefasst, Mareike, finde, dass du das super schön sagst, weil das ist mir in der Psychotherapie, als ich die machte, auch als Mangel verkauft worden. Dissoziation aus dem Körper. Schlimme Krankheit. Wurde mir verkauft wie eine schlimme Krankheit. So habe ich es verstanden. Und es ist so schön, dass du sagst, da hat etwas ein Teil von mir von oben geguckt und gewusst, ich bin ja viel mehr als das. Da unten passiert ja im Körper was. Ich drauf das ja, mein göttlicher Anteil. Und heute, wo ich mittlerweile viel Arbeit mache zum Thema mentale Gesundheit und auch in den USA bin, bei einem ganz berühmten Menschen, der das erforscht, ist Dr. das Joe völlig normal. Dr. Jones, dürfen wir sagen, der ja wirklich dazu sehr intensiv forscht, wie Spiritualität und Wissenschaft eigentlich das Gleiche sind, zwei Seiten einer Medaille. Und wo es völlig normal ist, dass dann Menschen aus sich raustreten, von oben etwas sehen, wahrnehmen und auch in Heilungen kommen. Das sind ja auch Übungen, die ich ganz viel in meinem Programm mache, auch jetzt in Awesome Body wieder. Oh, ich bin glücklich, wirklich. Natürlich. Auch, und auch, wenn es ums innere Kind geht, aber natürlich auch, wenn es um das Bewusstsein geht, um den eigenen Körper geht. Das ist auch eine Übung, die ich wirklich jedem empfehlen kann, dass du, wenn du das Gefühl hast, du bist zu sehr assoziiert mit deinem Schmerz, dass du einfach mal die Augen schließt und dir wirklich vorstellst, dass du dich selber von außen siehst, dass du siehst, dass du eigentlich das Bewusstsein bist, das in diesem Körper lebt und dass egal, was du für einen Schmerz spürst, du in Wahrheit viel größer bist als das und dass du aus der Liebe heraus dich selber quasi in den Arm nehmen kannst und dir diese Liebe schenken kannst, die du als menschliches Wesen benötigst. Ja, absolut. Und manchmal gibt es dann auch so ein Gefühl, also wenn ich, du hast es schon gesagt, ne, ich meditiere viel tatsächlich, wenn ich in Meditation bin und ich wirklich gut angebunden bin, dann habe ich das Gefühl, es bin gar nicht nur ich, sondern dann nehme ich irgendwie wahr, da ist wie so eine behütende Energie um mich herum. Mhm. Und ich denke, dass all das auch mir zumindest geholfen hat. Ich würde mir wünschen, dass auch anderen, die schlimmen Schmerz, schlimme Erfahrungen gemacht haben, dass ja auch eine Erfahrung sein darf, so oder so ähnlich, dass es eine Liebe gibt auf der einen Seite, die wir fühlen können von uns selber, auch außen geborgen sein, also dieses wir sind viel mehr als das. Wir sind eigentlich das göttliche Bewusstsein, wenn wir uns das Ende runterbrechen. Und auch, dass es in uns einen unkaputtbaren Teil gibt, der nicht zerstört werden kann, egal was uns passiert, da bin ich ganz sicher. Ja, ich kriege richtig Gänsehaut, während du das sagst, weil viele denken, ich bin zerbrochen, aber in Wahrheit kannst du daran wachsen und aufbrechen, weil eigentlich ist es unser Geist, unser Mind, unser Ratio, was uns häufig limitiert und uns Schranken aufzeigt, die aber in Wahrheit, die wir zerbrechen können und müssen, wenn wir wachsen wollen. Und dieser Zerbrechensprozess von diesen alten Dingen, der ist natürlich auch super schmerzhaft und kann auch herausfordernd und schwierig sein. Wie war das denn für dich? Du hattest also diesen ganzen Schmerz und diese ganzen schlimmen Erfahrungen, dieses Trauma in dein Nervensystem eingespeichert. Ja. Und das gilt ja für alle Menschen, die irgendwann mal eine traumatische Erfahrung gemacht haben. Aus medizinischer Perspektive, das Nervensystem friert ein, Fight, Flight, Freeze. Du konntest weder kämpfen, du konntest nicht flüchten. Freeze, dein Nervensystem ist erstarrt. Du hattest eine krasse Stressreaktion, Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrindenachse, Adrenalin hoch, Cortisol hoch und immer wenn das irgendwie von außen getriggert wird, kommt alles wieder hoch, die Bilder kommen hoch, der Stress kommt hoch, dein Körper reagiert, die Atmung ist schneller, du hast das Gefühl, oh, ich bin hier jetzt wieder gefangen in dem Alten. Wie hast du das geschafft aufzulösen? Wie hast du es geschafft, wenn ich es heute richtig weiß, wieder Freude auch an Sexualität zu entwickeln? Es gab mehrere Stufen und es ist, glaube ich, auch für jeden so ein bisschen individuell unterschiedlich. Und auch, was ich empfehlen würde, ist, glaube ich, noch mal anders als das, was ich erfahren habe. Dann sag, was dir geholfen hat. Also, was mir geholfen hat, war tatsächlich, dass ich wusste, ich möchte gerne in meinem Körper wieder ankommen. Das war schwer möglich für mich. Und ich habe dann durch einen sehr lieben Ex-Partner, den Vater meiner Tochter, das Thema Tantra für mich angeschaut. Und der hat mich da ganz behutsam dran geführt. Und es muss auch ein behutsames tantrisches Umfeld sein. Also unter Tantra, ne, ich sage es mal sehr deutlich, verstehen ja viele, alle miteinander irgendwie untenrum frei und los geht's. Das war's nicht. Das war's definitiv nicht, sondern es war mehr so wirklich im Körper durch alle möglichen Phasen von Kindheit, Jugend bis hin zum Tod, die Lebensphasen durcharbeiten in mehreren Seminar-
Seminarteilen über ein Jahr lang. Und in einem dieser Seminarteile bin ich auch in einer Trance gewesen, in der der Körper losgelassen hat, was du gerade beschrieben hast, diese muskuläre Anspannung, diese Herzanspannung, dieses Verkrampfen, diesen ganzen Schmerz. Ich erinnere mich, dass ich geschrien habe, dass ich um mich geschlagen habe in dieser Trance, dass jemand gekommen ist, mich auch beruhigt hat, mich gehalten hat. Das war auch gut, also nicht festgehalten, sondern es gab Kontakt, sodass ich mich so ein bisschen wieder sozusagen aus dieser Dissoziation, die es dann auch gab, dass ich aus diesem ich bin woanders drin wieder so ein bisschen gegroundet wurde, also auf die Erde gebracht sozusagen, um im Hier und Jetzt auch ein Stück verankert zu sein. Und dann hat mein Körper geschwitzt wie Hölle. Ich hatte einen Solarplexus, der war 2 Tage lang so heiß. Meine Hände waren total heiß. Das heißt, mein ganzes System hat wirklich, also auch, dass ich schwitzige Hände hatte, kenne ich nicht. Ja, mit Ende, weiß nicht, oder Mitte 30 oder so war das. Der hat so krass reagiert, dass ich mir das gar nicht erklären konnte, weil mir bis dahin noch das Know-how fehlte, warum das normal ist, warum das wie so ein Prozess ist, der auch bei Tieren so oder so ähnlich abläuft. Ja? Das hat mir geholfen und dann immer wieder liebevolle Kontakte, Kontakte, in denen ich gelernt habe, Grenzen setzen zu können, mich auszuprobieren in einem Safe Space. Safe Space ist super wichtig gewesen. Wahnsinn. Also die Tantra-Erfahrung hat dir geholfen, Safe Space und immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Ja, und natürlich das Psycho-Know-how. Ich hatte also eine Therapie, die über viele Jahre lief. Das war ein Luxus, den musste ich mir irgendwie leisten können. Das ist für Betroffene heute so schwer, da das nötige Kleingeld zusammenzubekommen. Aber ich habe da auch Wege gefunden. Man darf da nicht aufgeben bei Krankenkassen. Immer noch mal Nerven dranbleiben, hinschreiben und sich das Geld holen oder auch vom Fonds sexueller Missbrauch für Betroffene. Und das Verstehen, was in mir ist, das Wertschätzen meiner Anteile, mein Selbstvertrauen überhaupt zu erobern im Leben war ganz wichtig. Also wer bin ich, was kann ich, was macht mich aus? Nicht nur im Sinne von, was habe ich gelernt, sondern auch, was sind meine inneren Qualitäten, die sehen zu können, hat Jahre gedauert wirklich. Ich weiß, dass die besagte Elke am Anfang gesagt hat, ich sehe sie als Führungskraft. Und ich dachte, was sieht die denn? Vielleicht mal Brille putzen? Ja, also die hat da irgendetwas in mir gesehen, was ich sein kann. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn wir zwei miteinander zu tun haben, fühle ich mich dahin versetzt und erinnere mich an unsere Zeit. Wahrscheinlich, weil die Altersdifferenz auch so ähnlich war wie bei uns beiden. Dann lädt das nochmal Elke ein, die heute wirklich fast blind ist, schon betagt ist und sagt, Mensch, Ruth, alt werden ist auch nichts für Feiglinge, es fällt mir echt schwer. Ja, können wir gleich auch noch drüber sprechen, über das Älterwerden. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Und ja, das ist total schön und inspirierend, weil du sprichst so bescheiden. Aber wenn man jetzt Ruth heute sieht, sie ist, also ich meine, aus dieser Kindheit heraus, sie ist TV-Star, sie ist eine strahlende Persönlichkeit, sie inspiriert andere, hat ein Buch geschrieben und ist eine Frau, die wirklich mitten im Leben steht. Hat eine wundervolle Tochter, die ich auch schon kennenlernen durfte. Wir haben Silvester zusammen gefeiert, Ruth und ich. Und ja, es ist einfach der Wahnsinn, wie du jetzt quasi eine spirituelle Begleiterin auch geworden bist für so viele Menschen. Du coachst ja auch andere, unterstützt andere auf ihrem Weg und hast also auf so vielen Ebenen deines Lebens so eine Art Level abgemacht. Und da natürlich die Frage, wie setzt du dir Ziele und wie erreichst du diese? Wie setze ich mir Ziele? Ich mache es gerade wieder. In diesen Tagen, ich habe von meiner Freundin ein wunderbares Buch für ein Vision Board geschenkt bekommen. Und das ist eine Möglichkeit, wie ich es gerade jetzt mache wirklich, dass ich mich hinsetze und aber erst in mein Herz spüre. Das heißt, ich mache mir immer eine gute Musik an, ich höre am besten vorher die Meditation und dann fließt aus mir raus, was dran ist und dann schreibe ich mir sehr, sehr gerne Briefe aus der Zukunft. Also wo bin ich? Ich setze mir noch nicht mal unbedingt ein Ziel in Jahren, aber wo bin ich, sagen wir mal, vielleicht in 2, 3 Jahren, das so gefühlt. Man muss auch immer reinfühlen, wir machen das auch im Awesome Body Programm, sind hier gerade, während wir das Interview aufnehmen, mitten in den Dreharbeiten und Ruth ist als Gast quasi jetzt einmal für unser Interview hier dabei und es ist so, dass wir da tatsächlich auch genau das machen und auch erstmal ins Herz spüren und auch intuitiv, welcher Zeitraum ist der richtige. Deswegen so spannend, genau wie du es beschreibst. Ja. Ja, das mache ich gerade und habe auch heute Morgen mir einen Brief aus der Zukunft geschrieben, den ich dann
wegpacke. Das heißt, ich schreibe, als wäre ich da schon. Wo bin ich in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Und dann schreibe ich, hey, liebe Ruth, es ist so awesome. Ich muss dir unbedingt berichten, wo ich gerade bin, was ich erlebe. Die Sonne scheint, ich fühle den Sand unter meinen Füßen. Ich habe so einen ganz liebevollen Menschen an meiner Seite und wir gehen gerade da und da lang. Also wirklich wie eine gute Freundin, die aus der Zukunft schreibt. Und dann packe ich das schön ein, nachdem ich das mit allen Facetten geschrieben habe, in einen Umschlag und tue es weg. Mit der Zeit kann es sein, also nach einem halben Jahr oder 3 Monaten, dass ich noch mal Lust habe, mir einen Brief zu schreiben, weil das Leben dazwischen gekommen ist, weil ich den Impuls spüre. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich mich immer wieder ausrichte und immer wieder mit der Arbeit von Dr. Jome in meinen Meditationen, die ich nutze, verbinde. Manchmal auch deine Meditation höre, bin gespannt auf die neuen, die werde ich hören. Und spüre, was gerade kommt. Ich muss das auch machen, ich empfehle das auch jedem, weil im Außen so viel passiert, was uns ablenkt. Und damit meine ich jetzt nicht Social Media oder so, was uns sowieso ablenkt, auch, sondern das Drama. Wir haben ja auch eine gewisse Energie auf unserem Kontinent, so nenne ich das immer. Das ist jetzt gerade ja so sehr viel Angst und sehr viel Unsicherheit. Und um mich davon nicht zu sehr ablenken zu lassen, das muss sein, sozusagen kalibriere ich mich über diese innere Arbeit immer auch neu, damit ich auch mit Shit leichter umgehe. Ich merke auch, das treibt mich um, also Unsicherheiten. Wie ist es gerade im Job? Wollen die mich noch? Ich bin 57, stehe bei RTL vor der Kamera. Wie lange machen die das noch mit? Ist es schon so schick, dass wir Ü50 so brutal vor die Kamera stellen, auch nicht operiert, sage ich mal ganz provokant. Da gibt es natürlich Fragen in mir, die mich dann manchmal auch verunsichern. Ich denke dann, komm, ich haue einfach das raus, was ich raushauen kann. Ich liebe das, Frauen hoffentlich zu inspirieren, die sagen, ich kann noch viel größer, als ich das gelernt habe, weil wir haben ja so mental so ein paar Dinge verinnerlicht, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen im Sinne von Einschränkung. Und dieses Be Awesome, was, wie du dein Programm nennst, finde ich deswegen so geil, weil es uns daran erinnert, gerade als Frauen, awesome zu sein und das auch selber sehen zu können und diesen Platz einzunehmen, so den Platz der inneren Königin zu sagen, das bin ich und das habe ich beizutragen. Und ich definiere mich auch nicht nur über mein Aussehen, denn wenn man älter wird, na klar, altern wir irgendwann und das entspricht dann nicht mehr 100% dem Ideal von der Barbie und das ist etwas, was in der Männerwelt weniger wahrgenommen wird, auch bei anderen Frauen weniger wahrgenommen wird. Wie ist das für dich, die Erfahrung? Wir haben ja dazu auch schon mal gesprochen. Also ich habe so festgestellt, bis 35, Ende 30 war alles sozusagen ganz cool und in den 40ern, merke ich so, wenn ich mit meinen Freundinnen auch spreche, gerade am Wochenende hatte ich großen Freundinnen-Treff mit 12 tollen Frauen allen Alters, die berichten alle, wenn es so Richtung Wechseljahre ging, dass sie sich entweder unsichtbar gefühlt oder unsichtbar gemacht haben. Das heißt, also manche von einem selber. Also Ruth ist definitiv nicht unsichtbar. Und alle unsere Videografen haben immer auf Ruth geschaut. Wow. Also Ruth ist so schön. Und du bist echt sweet. Das ist super. Ja, und genau solche Aufmunterung ist auch immer wieder toll, weil das ist schon auch immer so eine Frage, die so, ich sag mal, unter der Haut subkutan mitläuft. Ne? Bin ich noch schön oder nicht? Wie fühle ich mich? Dann eben auch mit dem Thema, dass wir bei IntoMind gemeinsam hatten, Bäuchlein oder nicht, darf ich mich zeigen, kann ich mich zeigen, ist das gesellschaftlich irgendwie cool oder ist es vielleicht auch unsere Freude oder Verantwortung als Frauen zu sagen, wir machen es einfach cool und je mehr davon, desto besser, also auch Alter cool zu machen, denn also das ist wirklich so, irgendwann verschwinden wir so als Ehefrauen, wir haben vielleicht nur noch die Pärchenbilder, wogegen ich nichts sagen kann, aber ich finde es auch toll zu sagen, hey, mach doch mal ein Bild, ein Statusbild bei dir, wo nur du zu sehen bist, was macht dich denn aus? Ich finde dich cool mit deinem Partner, aber warum nicht im Fotoalbum oder so? Ist das so, dass da immer die Partner mit drauf? Fällt mir auf, ja, also ganz schlimm finde ich, das ist aber Spaß, ne, wenn beide Jack Wolfskin tragen und beide das gleiche Fahrrad fahren. So. Dann ist vorbei. Also ich mag so eine Individualität. Ich finde, es gibt so viele geile, tolle Frauen, die dann so da sitzen und denken, ich wirklich? Oder die sagen, ich vor der Kamera niemals und meine Stimme, wie die denn klingt und wie ich denn aussehe. Und ich denke, what? Jetzt erst recht. Das ist uns so eingeimpft worden. Aber nehmen wir doch mal an, das wäre Bullshit. Ja, und da sind wir wieder dabei, ob man das glaubt, was einem eingeredet wird. Ruth, du bist ja auch Expertin für das Thema toxische Beziehungen und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, weil das eine ist natürlich die Prägung, die wir mitbringen, wo wir auch Dinge wieder projizieren in unsere Partnerschaften und das andere ist ja wirklich eine toxische Beziehung und was ist überhaupt eine toxische Beziehung?
Also toxische Beziehungen, ich weiß, ist ja auch ein Stück weit ein Modebegriff, aber ich nehme darunter sozusagen alle Beziehungen, in denen ein starkes Machtgefälle herrscht und einer über den anderen oder die andere herrscht. Das bedeutet, der Partner, meistens sind es Männer, also statistisch sind es rund 86% Männer, die in toxischen Beziehungen auch Gewalt ausüben gegenüber Frauen. Das ist sozusagen, schlimmer geht's nicht, also Femizide noch, ne, wenn Männer ihre Frauen umbringen tatsächlich. Aber tatsächlich, ich saß letztens auch bei RTL und habe dann eben versucht zu beschreiben, es sind Beziehungen, in denen Abwertung passiert ganz viel. Also Beschimpfungen, Beleidigungen, Vorschriften, in denen auch so eine Atmosphäre herrscht. Manchmal sind es gar nicht die Worte, sondern es ist so die Mimik, die Gestik, ja, dass du das Gefühl hast, du musst leise treten, das, was du sagst, ist nicht gewollt oder sonst passiert irgendetwas. Toxisch kann aber auch sein im Sinne von nicht gesund für eine Beziehung, wenn finanzielle Gewalt und Ungleichgewicht herrscht. Also finanzielles Ungleichgewicht, die Frau noch immer sehr häufig vertreten in unserer Gesellschaft, ist finanziell abhängig vom Mann. Es gibt ein Einkommen, er bringt es rein, sagt, das ist natürlich das Geld, das ich verdiene, was nicht logisch ist, denn wenn sie die Kinder hütet, tragen ja beide was zum gemeinsamen Erfolg bei, aber so wird es dann gesehen. Und dann trennt er sich oder sie trennen sich beide aus irgendeinem Grund und meistens ist er derjenige, der das Geld und das Hab und Gut mitnimmt. Und meistens laufen dann die Mietverträge oder die Kreditverträge auf den Mann und die Frau steht dann plötzlich, hat 14 Jahre, sage ich mal, im Schnitt für Kinderküche, Couch für Kinder, also für die Erziehung, für die Care-Arbeit eingebracht, die ihm geholfen hat, Karriere zu machen. Und dann steht sie da und oft vor dem Nichts oder noch weniger und gerät dann in Armut mit den Kindern. Weil ganz häufig in der Mehrzahl der Fälle sind es dann auch die Mütter, die die Kinder betreuen, alleinerziehend sind und dann erst recht nochmal in so ein Armutsgefälle rutschen, was dann wiederum die nächste Generation von ja, irgendwie traumatisierten Kindern, die es als Erwachsene auflösen müssen, produziert. Das ist super, super schlimm, super schade, auch wenn Kinder... Macht mich immer ganz betroffen natürlich, Gewalt bei den Eltern sehen, anschreien, sich schlagen oder nur einer schlägt den anderen. Alkohol, ganz schlimm, während Corona ist das mehr geworden. Da weise ich immer mal wieder gerne drauf hin, habe den Verein Mitmenschlichkeit, den man auch bei Instagram findet und versuche dann, wenn es geht, Frauen, die in Not sind und gerade keinen Zuspruch irgendwo anders finden, entweder zu vermitteln, weil wir im Netzwerk jemanden kennen zum Beispiel. Ja, also jetzt bin ich schon ganz abgedriftet, aber toxische Beziehungen, definitiv Gewalt, psychische Gewalt, körperliche Gewalt, Abwertung und ja auch Menschen aus der Gesellschaft nehmen, isolieren. Das passiert in toxischen Beziehungen definitiv auch. Ne? Wir hatten es jetzt gerade noch mal irgendwo in der Sendung, dass eine junge Frau erzählte, dass sie im Schrank eingesperrt wurde und dass sie das aushalten und ein Stück weit manchmal auch für fast normal empfinden, aber mindestens so beschämt sind, dass sie öffentlich nicht drüber reden. Und das hält dann Frauen vor allen Dingen, Männer auch, aber Frauen in der Mehrzahl in solchen Beziehungen fest und macht sie ein Stück weit hilflos. Mhm. Ja, und es ist ja auch so, dass es so ein Tabuthema ist, über solche Dinge zu sprechen oder es auch teilweise als normal angesehen wird, oder? Ja, viele sagen, ich kann mich da ja nicht einmischen. Ne? Du hörst nebenan in der Wohnung vielleicht Schreie, du hörst Glas splittern oder so und sagst, das ist privat. Nein, das ist nicht privat. Es ist unsere Verantwortung, so etwas nicht zu akzeptieren, so wie aktuell in Deutschland viele Menschen gegen Rassismus, gegen Judenfeindlichkeit auf die Straße gehen. So sollten wir auch aufstehen, wenn ein Mann seine Frau schlägt, seine Kinder schlägt und sagen, hier müssen wir uns einmischen. Denn sonst wird natürlich Gewalt weitervererbt, wird Gewalt weitergetragen in die nächste Generation, haben wir das nächste traumatisierte Kind, das irgendwann ein traumatisierter Mann ist, der sich so verhält, wie wir es gar nicht wollen. Mhm. Ja, deswegen ist viel mehr liebevolles, fürsorgliches Miteinander und sich ein Stück weit umeinander kümmern, Angebote machen, zu sagen, hey, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich. Das ist das, was wir tun sollten. Also mehr Mitmenschlichkeit. Und wie setzt man sich, wenn jetzt so Gewalt hat, ja, es geht ja von bis, verbale Gewalt kann ja auch manchmal nur durch die Energie sein, die rüberkommt. Also es können ja auch Aggressionen sein oder Ähnliches. Klar, also wir haben einmal Femizid, das ist ganz extrem. Oder wie nennt sich das bei Männern? Wenn gibt's der Mann nicht. Umgebracht die Frauen von ihre Männer sehr selten. Deswegen gibt's kein Wort.
Auf jeden Fall das als eines Spektrum vom Extrem, auf der anderen Seite eben dazwischen irgendwo, dass man sich anschreit oder schlägt und dann eben auch Aggression in der Wortwahl gegenüber einander. Und da ist ja dann immer die Frage, erstens, wo setzt man Grenzen? Und da ist wahrscheinlich sehr viel Selbstachtsamkeit gefragt, um für sich zu schauen, was kann ich verkraften, was passt zu mir und was ist für mich nicht möglich, was grenzt mich zu sehr ein? Also da kann ja schon manchmal ein aggressiver Tonfall echt ein Stoppsignal sein. Ja. Dann natürlich anschreien oder schlagen noch mehr. Und dann aber das nächste ist, wie schafft man es, sich da durchzusetzen, wenn der andere gewohnt ist, seine Gewaltmechanismen auszuspielen. Mhm. Und vielleicht auch stärker ist auf vielen Ebenen. Ja, der ist auch, genau, es ist auch so, dass natürlich die Männer häufig die körperliche Überlegenheit. Körperlich, vielleicht auch psychisch leichte Aggression durch das Testosteron. Absolut, absolut. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wir leben ja seit 10.000 Jahren in einem Patriarchat, also wo wir Frauen Angst gelernt haben. Angst wird als Kriegsmittel eingesetzt, Vergewaltigung wird als Kriegsmittel immer noch als Kriegswaffe eingesetzt, auch heute noch. Und dass das ja auch in unseren Zellen erstmal gespeichert ist. Das heißt, sobald ein Mann sich aufbaut, haben wir Frauen schon unbewusst oft oder die meisten so ein Gefühl von, oh Gott, was kann da passieren? Weil wir ja wissen, im Zweifel, ich habe immer gesagt, ich bin weder schneller noch stärker und ich weiß darum leider. Deswegen ist es wichtig, sich Verbündete zu suchen, vertrauensvolle Personen, um dann Strategien zu entwickeln. Wie komme ich da raus? Genau. Also wir hatten zum Beispiel im Verein im letzten Jahr eine junge Frau, die wir begleiten, die hatte einen gewalttätigen Partner und es dauert oft ja auch bis zu Jahren, bis die sich von ihrem Partner trennen. Die wollte ausprobieren, was passiert, wenn er und ich unabhängig voneinander eine Therapie machen. Hilft es oder nicht? Aber gleichzeitig haben wir ihr gesagt, pass auf, pack deine Notfalltasche. Da sind die Papiere drin von dir und den Kindern. Da ist das drin, was ihr für 1, 2, 3 Nächte braucht. Und im Zweifel schnappst du dir das. Dann wohnte noch ein Polizeipärchen irgendwo da in der Nähe. Da haben wir gesagt, informier die. Und es war ein Weg, überhaupt dahin zu kommen, diese Strategie, dieses Exit-Notfallszenario überhaupt aufzubauen. Aber da sie schon erlebt hatte, dass er sie ersticken wollte, war das nötig. Und dann einfach zu schauen, wie können wir sie stärken und weiterentwickeln, war ganz, ganz wichtig. Und dass sie Selbstvertrauen bekam, neuer Job, nochmal gucken, die eigenen Grenzen finden, ist ein Prozess. Also sich Unterstützung im Außen suchen, Menschen, unbedingt, die einem helfen können. Ja. People help people. Genau, und ich habe es jetzt auch schon in einer anderen Showfolge schon mal gesagt, dass unser Nervensystem ja auch konditioniert ist, sich auf die Menschen einzustellen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Wenn das ein toxischer Partner ist, sind wir natürlich darauf konditioniert, dem gerecht zu werden. Und wenn wir aber anfangen, unser Nervensystem auf andere Vertrauenspersonen auszuweiten, fällt es uns leichter, aus diesem Nest rauszuspringen in ein gesundes Umfeld. Genau, weil wir auch merken, dass das nicht normal ist. Wenn du in so einer toxischen Beziehung bist, dann ist Gewalt normal. Und dann machst du so ein Stück weit auf und siehst vielleicht andere Menschen und Paare und merkst, oh, es ist gar nicht normal, es ist nur für mich so normal geworden. Und das kann die Perspektive erweitern und deswegen auch helfen, auszusteigen. Sehr schön, ja. So, liebe Ruth, ich habe gerade mal auf die Uhr gelinst und wir sind schon einige Zeit dabei. Wir haben auch schon so viele und auch so tiefe Themen besprochen. Ich bin so dankbar für deine Offenheit und dankbar, dass du das alles hier auch mit uns geteilt hast und auch Frauen damit ermutigst mit deiner Geschichte und ja, Licht ins Dunkle bringst in diese schambehafteten Themen, um uns Frauen stärker zu machen, uns Menschen zusammen stärker zu machen. Und ja, vielleicht möchte ich dich nochmal fragen, was du gerne den Frauen da draußen mitgeben wollen würdest, Frauen, die sich nicht gesehen fühlen, Frauen, die das Gefühl haben, sie sehen sich selber nicht mehr genug. Was wäre das, was du ihnen gerne sagen würdest? Gerne auch direkt in die Kamera. Liebe Frauen, ihr seid super, wie ihr seid. Das weiß ein Teil von euch. Aber was mir hilft, vielleicht auch für euch cool ist, sich regelmäßig mit guten Frauen zusammenzutun und richtig offen zu sprechen und sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen und dadurch so ein bisschen, ich sag mal, die gläserne Decke nicht nur anzuheben, sondern zu sprengen und die eigenen Potenziale nicht zurückzuhalten. Denn ihr seid alle ein Geschenk und wir profitieren alle so krass voneinander. Und je mehr Frauen es machen, desto mehr sind wir auch in der Gesellschaft vertreten und das brauchen wir ganz dringend. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, liebe Ruth, für dieses schöne Interview. Sehr gerne. An all diejenigen unter euch, die jetzt an ihrem Bewusstsein arbeiten wollen und bewusster werden wollen und mehr in die Beobachterrolle gehen wollen, Beobachterinnenrolle, gar nicht jetzt speziell in Bezug auf Beziehungen, sondern in Bezug aufs ganze Leben natürlich, aber in Bezug auch auf das Essverhalten, auf alte Muster und Gewohnheiten, weil häufig kompensieren wir auch den Schmerz aus der Vergangenheit mit dem Thema Essen oder mit anderen Süchten, kann ich sehr empfehlen, erstens bei der Feed Your Heart Challenge mitzumachen. Die findest du unter www.dr-awe.de/heart.
Smart. Außerdem kannst du Teil des Awesome Body Programms werden und natürlich des Be Awesome Clubs. Alle Infos dazu findest du unter www.dr-awe.de/body und für den Club /club. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, dass du reingeschaut hast. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und lernen konntest. Es war auf jeden Fall sehr berührend. Danke, liebe Ruth. Ja. Und euch allen jetzt noch einen super schönen restlichen Tag. Mach's gut und bis ganz, ganz bald. Deine Ruth und Mareike. Schön, dass du heute mit dabei warst. Alle kostenfreien Inhalte zur weiteren Unterstützung findest du unter dr-awe.de/gratis, Dr. einfach dr-awe.de/gratis.